Mal schauen, ob die Flüsse mich jetzt wirklich rüberbringen. Normalerweise müssten sie es ja können. Theoretisch. Ich meine, ich habe Beweis dafür, dass ich aus Greenwood komme. Na gut. Das sind Blätter aus Greenwood. Turbos Symbol. Wir werden dich zum Tempel des Lichts bringen. Na also, wer sagt's denn? Dankeschön, welche Freude. Wir haben die Blätter. Wir können rüber. Na also. War ja auch nicht wirklich schwer. Ah, Schlammmonster und Drachen. Da kommt eine Motte oder sowas. Das kommt von dieser komischen Pflanze da drüben. Das heißt, die können auch eine Plage werden, wenn man nicht aufpasst. Ach, Schlammmonster, ihr seid so nutzlos. Noch so einer. Ah, bleib da. Vor allem hier kann man echt gut stehen. Der Schlagradius ist echt praktisch hier. Ah, DJK befreit einen Maulwurf. Und er ist da drinnen und wird bewacht von den anderen Maulwurf. Ich wusste auch, dass da noch irgendetwas reinkommt, aber was wusste ich jetzt nicht mehr. Ich dachte, da kommt irgendein Item rein. Aber egal. Wir haben einen Maulwurf befreit und dürfen noch mehr Schlammmonster bekämpfen. Ich glaube, hier stehe ich auch sehr gut. Ha, sowas nennt man Hinterhalt. Na gut, nicht wirklich. Sowas nennt man seitlichen 3-Felder-Radius. Welcher echt gut ist. Wobei, wenn man mal überlegt, wenn der Radius hier nur auf eine Länge wäre, wäre das Spiel ein bisschen kniffliger. Dann wäre es nicht ganz so einfach. Wäre auch mal eine Idee gewesen, von Quintet hier einen Schwermodus einzuführen oder so. Na, war das jetzt alle Schlammmonster? Ja. Na also. Okay, wir haben das Trio komplett. DJ Kerr befreite einen Hund. Yeah. Mal schauen, ob die uns nachher was aufführen werden. Okay, weiter geht's. Und noch mehr Floßfahrt. Oh Gott, wie viele Flüsse haben die hier in Greenwood? Oder wie heißt dieses Gebiet nochmal? Scheiße. Lost Side, genau. Verlorene Seite. Zu Deutsch übersetzt. Ah, und wir sind direkt vor dem Lichttempel. Dort, wo wir das finden, was wir suchen. Ach du Scheiße. Ach, das war das. Irgendwie kann man diese Lichter hier auf jeden Fall umlenken. Das ist jetzt sozusagen ein kleines Lichtlabyrinth. Aber wir werden nebenbei noch ein paar Monster erledigen, damit wir noch mehr im Wald befreien. Aber was auf jeden Fall auch schon sehr auffällig ist, in diesem Wald befreien war wesentlich mehr als in Grass Valley. Es gibt also mehr Tiere als Menschen hier in diesem Gebiet. Wobei es gibt ja noch mehr Gebiete, die wir besuchen können. Sind ja nicht die einzigen beiden. So, Weg frei geschaffen. Geister vernichten. Wir müssen die Geister jagen. Ghostbusters! Okay. So, noch mehr Echsen. Ja, die kommen wie in Massen. Ein Kinderspiel. Ach ja, ist das angenehm. Und noch ein Weg freigeschaltet. Wie lange? 4500 ist das nächste Level? Okay, vor diesen Feuerbällen habe ich Angst. Erinnert mich stark an Zelda, wenn ich ehrlich sein soll. Ich will jetzt aber mich nicht mit diesen Flammenviechern anlegen. Das wäre sehr schmerzhaft, würde ich mal sagen. Da kämpfe ich lieber gegen diese Teleporter-Echsen, die sowieso nicht viel können außer teleportieren. Die können wirklich nichts anderes. Vor allem sind sie auch noch recht schwach. Vier Treffer und die sind kaputt. Naja, die stärkeren Gegner kommen erst noch in späteren Gebieten. Da freue ich mich ehrlich gesagt gar nicht drüber. Auf das spätere Gebiet. Was ist hier drin? Jetzt sag nicht, ich kann diese Flammen oder diese Feuerkugeln oder wie man die auch nennen kann. Diese Dinger. Jetzt sag nicht, die kann man auch zerstören. Also mich wundert hier schon bald gar nichts mehr. Ich kann es ja mal probieren, also ich riskiere es ausnahmsweise mal. Ich probiere es mal. Komm, ja. Ah nee, ich kann es nur stoppen. Dann brauche ich dafür auch ein anderes Schwert. Was ich auch erst später bekomme. Ich vermute mal auf das Wasserschwert, was man im nächsten Gebiet bekommen würde. Oder sowas in der Richtung. Naja. Jetzt muss ich erstmal zusehen, dass ich diesen Feuer bekomme, bekämpfe. Wobei, Wasserschwert? Nee, sowas gab es glaube ich hier gar nicht. Auf jeden Fall ein stärkeres Schwert. Brauche ich auf jeden Fall. Oder besseres, oder nützlicheres. Was halt gegen diese Kugeln hier... Ja, was halt stark gegen die Kugeln ist. So. Zeit für die Vernichtung der Teleporter-Echsen. Und diese Flammenviecher da drüben kann ich bestimmt auch gleich vernichten. So
sofern ich hier mit den Echsen fertig bin. Na, wo gehst du hin? Da. Ach Mensch, Echse, du hast keine Chance. Definitiv nicht. Du kannst dich noch so oft teleportieren. Mein Schwert ist stärker und ich bin schneller. Wenn du wenigstens noch angreifen könntest, dann wären die Überlebenschancen vielleicht etwas höher, als wie sie jetzt sind. Aber gut, die Echse will es halt nicht einsehen, sie will draufgehen. Okay, der nächste Weg. Oh, Massenechsen, Massenteleporter-Echsen, ach du Scheiße. Also auf so viele Viecher wollte ich nicht treffen. Okay. Trotzdem sind sie ein Kinderspiel. Ich sollte aber ein bisschen auf meine Lebensanzeige jetzt achten. Ich hoffe, dass ich wirklich bald einen Teleporter erwische. Dass ich dann wieder zum Schrein, zum heiligen Schrein, wie ich ihn jetzt einfach mal nenne, wieder komme. Okay, dieser Teleporter dient wohl auch hier. Wahrscheinlich erst freischaltbar durch diese roten Kugeln, die ich leider noch nicht zerstören kann. Betonung liegt auch leider. So. Oh, ich befreie wieder was. Wurde ja auch mal Zeit. Ein weiteres Eichhörnchen. Jetzt sind sie zu zweit, jetzt ist es nicht mehr allein. Yay. Aber mehr kann ich hier wohl nicht machen, wie es aussieht. Also weiter komme ich in diesen Lichttempel nicht. Weil mir ja noch was fehlt. Oder gar kann ich hier noch was machen. Die Geister könnte ich versuchen zu vernichten. Genau, das tue ich mal. Vielleicht kann ich dadurch noch einen Schalter. Ah, wunderbar. Okay, es hätte mich auch gewundert, wenn das anders wäre. Oh, Lichttempel. In Lichttempel wird sogar dunkel. Na super. Aber immerhin habe ich hier... Ah, dazu ist auch die Seele des Lichts gut. Dass ich hier Licht habe, genau. Dank dem Maulwurf haben wir jetzt hier sozusagen Licht, sonst wäre es hier ganz schön dunkel und wir hätten hier sehr starke Probleme. Deswegen ist es schon sehr gut, dass wir den Maulwurf bei uns haben. Deswegen empfehle ich euch, redet mit jeder Person, die ihr befreit, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. In den Dörfern oder wie auch immer. Na, erstmal ein paar Echsen wieder vernichten. Macht ja doch so einen riesen Spaß. Das sind hier die häufigsten Gegner, wenn man das mal so betrachtet. Also in diesem Gebiet zumindest. Na komm. Du hast sowieso keine Chance. Sieh es ein. Ihr habt alle keine Chance, ihr Teleporter-Echsen. Na, du willst wieder abhauen, wa? Das wird dir trotzdem... Ah, nix bringen. Noch mehr. Okay. Ihr gebt noch nicht auf. Wie viel hat das toll da reingemacht? Und nächstes Level. Wir sind schon bei Level 8. So, ein Weg. Okay, aber erstmal will ich wissen, was hier links ist. Ob hier überhaupt irgendwas ist. Nicht, dass ich hier irgendetwas verpasse, was ich später bereuen könnte. Das wäre gar nicht so toll. Hier haben wir nichts. Komplett gar nichts. Okay. Das heißt, ich verpasse hier nichts, wenn ich hier weitergehe. Links oder rechts? Hier oben? Okay, ich muss rechts. Hier ist nichts. Ah, immer den Kugeln nach. Hier ist keine Truhe versteckt oder so. Nein, gut. Hätte ja sein können. Und wieder Echsen. Natürlich mal wieder die typischen Teleporter-Echsen. War ja wieder klar. Und die dahinter lassen uns keine Juwelen. Aber doch, die schon. Okay. Wunderbar. Habe ich dieses Feuerballchen hier jetzt echt erwischt? Okay, ich frage lieber nicht nach. Und wir befreien ein Krokodil. Wir haben die Brücke zu dem Reh gemacht. Wir machen hier viele Brücken. Die Krokodile werden hier wirklich als Brücken missbraucht. Irgendwie tun sie mir ein bisschen leid. Aber gut. Wenn sie uns helfen, dann ist es schon mal sehr gut. Ich meine, sie machen es ja freiwillig. Sie hätten es ja nicht tun müssen. Au, okay. So, was haben wir hier noch? Haben wir hier noch ein paar Monster, die... Ja, Flammenmonster und Echsen. Teleporter-Echsen, natürlich. Ja, okay, das Schwert hat zwar einen 3-Felder-Radius, aber von der Länge ist es wirklich schwach. Aber gut. Ah, ich wollte noch nicht gegrillt werden. Jetzt mache ich gleich mit den Echsen, die zu grillen. So. Okay, erster Schalter und zweiter Schalter. Und ich würde sagen, wir machen beim nächsten Video hier weiter und beenden dann diesen Lichttempel und werden hoffentlich auf den nächsten Boss treffen. Also bis dahin, auf Wiedersehen!